Das Dietzenhofer Gymnasium Bamberg hat es einmal mehr geschafft, darf sich auch heuer Schools League Champion der Region nennen. Aber es ist ein hartes Stück Arbeit für die Jungs des DG. Die von Lerchenberg Schule aus Bamberg verlangt dem Team von Heinz Dobczanski alles ab. Und dennoch, der Coach weiß, warum seine Schule jedes Jahr so stark ist. Ja, dass wir halt große Potenzial haben. Am Dienstag früh um 7 Uhr trainieren 25 bis 30 Fünft- und Sechstklässler, die zum größten Teil auch im Verein spielen und dort gut ausgebildet werden. Und bei den anderen Schulen, gerade hier in diesem Bereich, die aus Unterfranken kommen, da ist die Konkurrenz nicht so groß wie bei uns und auch die Vereinsanbindung nicht so gut. Am Ende gewinnt das DG mit 53 zu 35 und nicht nur das. Philipp Kwasniak wird obendrein zum wertvollsten und besten Spieler des Turniers gewählt. Und bereits ganz im Stile eines ganz, ganz Großen, das Lob gibt er an alle ab. Ich denke mal, dass wir eine sehr gute Bank haben und dass wir ausgeglichen gespielt haben und jeder gepunktet hatte. Über 100 Spiele das gesamte Schuljahr über. Die Schools League hat sich seit 5 Jahren etabliert. Ja, wir wissen ja, dass die Jugend unsere Zukunft sind und wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, als Regionalbank vor Ort eben im Nachwuchsbereich und in die Jugend zu investieren. Und ja, deshalb sind wir immer wieder gerne bei den Große Baskets Grundschultagen und Nachwuchskonzeptveranstaltungen dabei. Und natürlich geht die Schools League auch nächstes Jahr in eine neue Runde.